So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, vorne ist so gut wie fertig. Eine ziemlich coole Sache, die ich euch einmal kurz zeigen möchte, ist ein Kabelkanal. Und zwar möchte ich natürlich so wenig wie möglich von meinen Boxen und von den Kabeln sehen. Aber da das nicht mehr ganz möglich ist, weil wir bei der Sanierung nie dran gedacht haben, irgendwie, dass hier mal ein 9.1 Setup oder so aufgebaut wird, habe ich mir gedacht, ich lege die Audiokabel an der Decke lang per Kabelkanal, aber mit diesem Kabelkanal. Das ist hier der ganz normale Kanal, wo die Kabel dann reinkommen. Und hier haben wir sozusagen eine Leiste, die dann oben mit dem Kabelkanal abschließt. Das kommt dann hier so rein. Das kriege jetzt schlecht hin für die Kamera. Und dann kommt er in die Ecke. Er schließt mit beiden Seiten dann zur Ecke ab. Hier werde ich ein bisschen Acryl lang tuschen, so wie hier auch. Und das ganze Ding wird dann übergemalt in der gegebenen Wandfarbe. Und schon sieht man überhaupt nichts mehr von diesem Kabelkanal. Jetzt noch schnell die alten Kabelkanäle abmontieren und die neuen anbringen. Vorne waren wir somit erstmal fertig und nun ging es an die Konstruktion im hinteren Bereich. Erst einer, dann zwei. Irgendwie gefiel uns das Ganze noch nicht, es sah zu steril aus. Und somit haben wir uns für Fächer im hinteren Bereich entschieden. Ich konnte gar nicht so schnell gucken und schon stand die erste Deko drin. Als kleines optisches Highlight haben wir uns natürlich für LED-Lichter entschieden. Die Infrarotsensoren haben wir so angebracht, dass wir sie aus jeder Position steuern können. Ich habe mich außerdem bewusst gegen Philips Hue entschieden, da ich das Ganze ungern mit meinem Handy steuern wollte. Ja, und dann ging der Kram mit dem Rigips auch schon wieder los. Ja, und danach ging es an die lästigen Putz- und Schleifarbeiten. Für vorne und für hinten. Zwischendurch fiel mir zum Glück noch auf, dass ich hier noch Kabelschächte in die Wände legen musste. Und das war so eine Sauerei. Der Putz ist einfach so fein, der hat sich einfach überall zwischengesetzt. Hat echt Spaß gebracht, den ganzen Kram wieder sauber zu bekommen. Nach zwei- bis dreimaligen Putzen und Schleifen nahm es dann irgendwann Gestalt an. Und ich pinselte den ganzen Kram schon mal weiß. Ich finde, man merkt hier schon, dass es langsam Gestalt annimmt. Nun noch ein paar Feinarbeiten. Und dann wieder schön grundieren und anschließend streichen. Ein paar letzte Verkabelungen wurden noch geprüft und anschließend auch schon die Boxen angebracht. Die Beleuchtung wurde am ersten Abend natürlich sofort getestet und für gut befunden. Zum Glück hatte ich auf dem Dachboden noch ein paar Reste von den Hamburger Fußleisten liegen. Sicherheitshalber habe ich die Hohlräume der Konstruktion auch noch mit hochwertiger Dämmwolle befüllt, da ja grundsätzlich Hohlräume immer schlecht für eine anständige Akustik sind. So, nun noch schnell die Rahmen ausgemessen, angebracht und angepasst. Wir hatten mal wieder nicht das passende Werkzeug, um die Rahmen so anzupassen, dass hinterher nichts von den etwas schiefen Kanten zu sehen ist. Sicherheitshalber habe ich den vorderen Bereich der Rahmen nochmal schwarz gestrichen, damit man da auch ja nicht durchblicken kann, und nachträglich dann den Akustikstoff auf die altmodische Art angebracht. Nächsten Tag dachte ich mir, das gefällt mir irgendwie noch gar nicht mit dem Akustikstoff und den Rahmen. Das muss eleganter aussehen. Gesagt, getan. Einfach ein Rahmen aus Styropor gebaut. Und auch hier wieder mal der große Kompromiss. Nachträglich kommen wir nicht mehr an die Kabel oder Lautsprecher ran. Wir müssen den ganzen Kram abreißen. Aber ich dachte mir, komm, die Optik ist wichtiger. Styroporleisten kann ich nachkaufen. Und ihr seht schon, als optisches Highlight und zur Bildverbesserung der Leinwand habe ich oben noch einen, ich sag mal, Kontraststreifen gezeichnet. Und auch hier hätten unsere Planungen fast nicht hingehauen, da es so aussieht, dass der Lautsprecher die Leinwand von hinten anstrahlt. Es ist aber nicht der Fall. Wir haben nachträglich nochmal gemessen und ausgerichtet und er strahlt knapp vorbei. Das hätte man natürlich dennoch besser lösen. Auch vom Kabelkanal habe ich mir mehr erhofft. Ich habe da so viel Acryl reingebuttert und ordentlich gestrichen,
aber die Wände sind bei uns so schief, dass man den Kabelkanal nachträglich leider doch etwas sieht. Hier seht ihr ein Lowboard mit Akustikstoff versehen von der Firma Maya Möbel. Sowas gibt es natürlich auch von Spektral, kostet aber auch das Doppelte. Und hier seht ihr, was sich in dem Soundboard befindet, und zwar ein paar Controller, eine Xbox One, eine PS4, der Denon, ein Mediator 600 3D als Media Player, ein Steam Link und eine Switch. Und jetzt das Ganze nochmal im Dunkeln und mit Beleuchtung. Und wie auch im ersten Teil jetzt nochmal eine kurze Filmszene. Aber wie immer bedenkt bitte, dass es mit dem Ton vor Ort überhaupt nicht zu vergleichen ist. Ja, wie schon gesagt, durch ein Aufnahmemikrofon kann man das einfach nicht repräsentieren. Aber ich kann euch sagen, es ist der Wahnsinn. Ich war vorher schon recht zufrieden, aber Höhenlautsprecher geben einen einfach so viel mehr. Geschafft! Wir sind tatsächlich endlich durch. Bitte bedenkt immer, dass das ein absolutes Amateurprojekt ist. Es gibt viele Dinge, auf die man achten muss. Wir haben so gut es geht auf viele Dinge geachtet. Es wird sicherlich kein Enthusiasten-Wohnzimmer-Heimkino sein, aber man muss immer ein paar Kompromisse eingehen. Und ich denke, das haben wir schon ganz gut hinbekommen. Also, falls euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Und zack, da ist mir der PC abgestürzt und ich habe den Rest des Videoinhaltes verloren. Das Einzige, was ich noch retten konnte, ist das. Hallo und herzlich willkommen. Nerv. Ho, ho, ho. Scheiße. Oh. Ist das denn so schief hier?